Sonntag. Heute machen wir Tauchschische, Hähnchenspieße und das Ganze aus dem Backofen. Dazu spießen wir noch ein paar Gemüsesorten auf, dazu noch ein Reis. Dann fangen wir mal an, marinieren das Fleisch und let's go. In eine Schüssel gebe ich 3 Esslöffel Joghurt. 1. 4 Esslöffel Öl. 1 Teelöffel Salz. 1/2 Teelöffel Pfeffer. 1/2 Teelöffel Paprikapulver. Dann 1 Teelöffel Oregano. Dann reibe ich rein 2 Knoblauchzehen, schön fein. 1/2 Esslöffel Tomatenmark. Daraufhin nehme ich meinen Schneebesen und vermische das schön. So, das stelle ich mal auf die Seite. So, dann brauchen wir Hähnchenbrust. Und die Hähnchenbrust, ich werde 1 Kilo Hähnchenbrust verwenden. Und die Hähnchenbrust schneiden wir in schöne, grobe Stücke. So 2x2 cm. Das grob geschnittene Fleisch lege ich jetzt in die Marinade. Und jetzt massiere ich die Marinade schön an das Fleisch hinein. 1 bis 1,5 Minuten kurz massieren. Decken das Ganze mit Folie, Deckel oder mit einem Teller ab und lassen das für mindestens 1 Stunde im Kühlschrank schön ziehen. Dann mache ich meinen Reis, nehme eine Schüssel. In die Schüssel gebe ich 2 Tassen Reis. Zweite Tasse. Gebe darauf etwas Salz. Und begieße das jetzt mit heißem Wasser und lasse das 15 bis 20 Minuten ziehen. Dadurch quellen die Reiskörner etwas auf, verlieren etwas Stärke. Und das Reis wird dann am Schluss optimal. Und 15 bis 20 Minuten ziehen lassen. So, nach 15-20 Minuten ist mein Reis schön aufgequollen und jetzt gieße ich das Wasser ab, siebe das Ganze und wasche das gründlich mit kaltem Wasser. Nehme mein Sieblein, mein Reis. So, jetzt gründlich mit kaltem Wasser waschen. Und nach dem Waschen siebe ich das Ganze gründlich ab. Daraufhin nehme ich mir einen Topf, gebe hinein ungefähr 1 Esslöffel Butter und ungefähr so 4 Esslöffel Öl. So, bring Butter bei mittlerer Hitze zu schmelzen. Gebe hinein ungefähr 50 Gramm Arpa-Schichtlehe. Das sind so eine Art Nudeln, die dem Ganzen Kontrast geben. So, röste dieses. Butter ist geschmolzen, jetzt wird das Ganze gleich schäumen und dann braten wir das schön goldbraun an. Manche mögen es etwas heller, manche mögen das Schächli etwas dunkler, aber so goldbraun schaut es am besten aus. Und das Schächli immer wieder mal umrühren. So hat mein Schächli die gewünschte Farbe angenommen. Dann stelle ich die Temperatur etwas ab, gebe meinen gut abgetrockneten Reis hinein, rühre das Ganze mal um. Gebe auf den Reis 1/4 Teelöffel Salz und umrühren. Und danach, da ich 2 Tassen Reis verwendet habe, gebe ich hinein 3 Tassen heißes Wasser. Rühre das Ganze schön um. Jetzt gleich gebe ich den Deckel drauf, stelle die Temperatur auf etwas hohe mittlere Hitze, koche das Ganze auf, wenn es anfängt zu köcheln. So richtig köcheln, stelle ich die Temperatur auf eine relativ niedrige Hitze und lasse das dann für 16 Minuten bei niedriger Hitze schön weich kochen. So, für unsere Hähnchenspieße brauche ich Spieße und damit die Hähnchenspieße im Backofen, also die Enden und die Spitze nicht verbrennt, lasse ich sie ein paar Minuten im Wasser. Zwiebeln, die Zwiebeln viertel ich, eine rote Spitzpaprika. Schneide ich auf, entkernen und schneide sie in grobe Stücke. Dann Peperonis, die schneide ich auch in grobe Stücke. So, Cherrytomaten und jetzt hole ich mein Fleisch und spieße das Ganze schön gemixt auf. So, jetzt kann man die Spieße nach Wunsch und Laune beschmissen. Einmal eine Cherrytomate zum Beispiel, dann auch Fleisch,
rote Paprika, Peperoni, Zwiebel, Fleisch, nochmal Fleisch. Nachdem ich meine Spieße auf mein Blech gelegt habe, kann ich diese bei 190 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 30 bis 35 schön backen oder braten, wie auch immer. Ein bisschen. Uff, wunderbar. So, jetzt kann ich das Ganze mit Reis servieren und dazu noch so ein kleines Fladenbrot, dünnes Fladenbrot, jawohl. Und so sieht mein Reis aus. Danach nehme ich ein Schälchen, gebe Reis in eine Schale, drücke das hier schön fest, nehme den Teller. Teile hier Brot oder Fladen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze zubereitet haben. So, meine Ladies and Gentlemen, das war's dann mit diesem Video. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.